Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir mittlerweile sind. Ich glaube 11 oder sowas. Es geht auf jeden Fall voran und das freut mich sehr. Ich habe mich wie immer noch ein bisschen belesen, was man ja doch bei dem Spiel des Öfteren mal tun sollte. Und wir verbringen die Folge jetzt wirklich mal rein damit, uns Rehe, Hirsche und Wildschweine vorzuknüpfen. Denn wir brauchen ganz dringend Leder. Unbedingt. Was ist das? Ein Wildschwein. Geht da schon mal gut los. Ah, ich habe die Ballistik vergessen. Wir müssen höher zielen. Ah, so geht's auch. Jetzt. Ach doch, hier. Lederreste. Sehr gut. Ich dachte schon, der hat uns nichts fallen lassen. Das Schwein. War ja nicht gerade. Da ist noch das zweite. Und auch getroffen. Also ich finde, man gewöhnt sich sehr schnell an die Ballistik, dass man ein bisschen höher zielen muss. Klappt eigentlich ganz gut. Wie sieht's denn aus? 4 Leder haben wir. Wir müssen uns nämlich unbedingt eine Rüstung basteln und auch die Feuerpfeile brauchen wir. Damit es endlich mal an Eiktür gehen kann. Wir sind nämlich doch etwas langsam vorangekommen in den ersten Folgen. Natürlich alles eure Schuld, ich habe damit gar nichts zu tun. Na dann essen wir doch was. Oh, rohes Fleisch bloß. Einen gegrillten Nixenschwanz und einen Pilz mit rein. Ach, jetzt sind wir gar nicht ruhend. Es war ein bisschen doof von mir, dass wir jetzt direkt losgestartet sind. Aber wir haben trotzdem recht viel Ausdauer. Das sollten wir schaffen. Wo seid ihr, kleinen Tierchen? 200 Kilo haben wir schon wieder einstecken. Wir müssen unbedingt bald wieder ein bisschen mehr in die Kiste packen. Ich packe immer viel zu wenig weg. Na super, und jetzt regnet's. Wäre aber eigentlich gar nicht so verkehrt, weil bei Regen sollen die Vögel sich ja an Bodennähe aufhalten. So hat das Spiel mir das verraten. Warum rennt der da unten so rum? Bam. Das klappt gut. Ja, und die Vögelein brauchen wir natürlich. Wenn wir uns irgendwann mal noch Federn gönnen wollen. Könnte die Wildschweine zwar rein theoretisch auch im Nahkampf besiegen, würde uns ein paar Pfeile ersparen. Aber was soll's. Nö, die Nixe. Oh Gott, ein Reh. Jawohl. Oder ein Hirsch, Entschuldigung. Mist, ich weiß nicht, wo ich hinziehen soll. Zack. Ach, verdammt. Wir brauchen nämlich, glaube ich, noch eine Trophäe, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, oh, der ist weit weg. Vielleicht dreht er nochmal rum. Und das? Ah, Gott. Gib mir eine Axt. Was greift jetzt noch von der anderen Seite an? Ach, die Nixe. Sag mal. Haben die sich verbündet? Schweine und Nixen. 7 Lederreste. Es läuft auf jeden Fall sehr gut. Dafür, dass wir doch am Anfang relativ wenig Wildschweine gesehen haben, kommen sie jetzt umso mehr. Da ist der Hirsch. Ach Gott, ist der schwer zu treffen. Bleib doch mal stehen, ich will dir nichts Böses. Alles, was du über mich gehört hast, sind Lügen. Fake News. Ach Gott, okay. Ich glaube, das können wir so vergessen, das ist Pfeilverschwendung. Nee, das lassen wir. Eine Hirschtrophäe hatten wir, soweit ich weiß, schon. Was haben wir hier noch? Das ist ein Fell. Brauchten wir, glaube ich, auch. Ich hatte mich aus irgendeinem Grund geärgert, dass wir uns so einen kleinen Teppich aus Hirschfell gemacht haben. Weil ich im Nachhinein erst gesehen habe, dass wir es brauchen. Ich weiß aber nicht mehr genau wann. Meine letzte Aufnahme ist, glaube ich, schon 3 Tage her. Da kann das mal in Vergessenheit geraten. Schon wieder.
Warum sind wir denn so hungrig? Also Vögel habe ich noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich zu blind bin. Oder ob wir hier einfach in einem Gebiet rumspazieren, in dem es nicht so viele Vögel gibt. Ach, shit. Ein kleiner Millimeter war das. Ach komm, in dem Moment nimmt er seinen Kopf runter. Ah, welchen nehmen wir? Ich bin aufgeregt. Mist, das haben wir ordentlich vergeigt. 3 Hirsche. Hätten wahrscheinlich eh nur einen gekriegt. Aber trotzdem hätte das schon mal klappen können. Ach, das frisst auch die ganze Zeit Ausdauer. Das sehe ich jetzt erst. Wenn man ein bisschen so einen Pfeil im Spann halten muss. Unmuskulöse Socke, du. Ach, wenn der getroffen hätte. Hätte ich das ewig lang erwähnt, was ich für ein geiler Bogenschütze bin. Ja, mit den Hirschen habe ich es nicht so. Aber die geben mir auch kein Leder. Ach Gott, wie konnte ich denn... Wir haben keine Pfeile mehr, natürlich. Nein, wir haben den Baum gekloppt. Wir hätten... Ah, Wildschwein, sehr gut. Naja. Hat es doch einen Sinn, dem Hirsch hinterher zu rennen. Noch eins? Ach, Gräuling. Schnappen uns hier noch ein paar Himbeeren mit ein. Davon kann man wirklich nie genug haben. Gräuling? Ich dachte schon... Es ist ein Wildschwein. Aber ich glaube, da links kommt irgendwas. Ne, das ist bloß der Hirsch. Heile können wir uns jetzt hier aber auf die Schnelle ja nicht craften. Nö, da müssen wir erst wieder nach Hause. Aber es sieht schon ganz gut aus. 8 Leder ist doch ein guter Anfang. Und wir sind wieder am Wasser angelangt. Mal gucken, vielleicht sind ja über Nacht neue Feuersteine an den Strand gespült worden. Dann sammeln wir die noch schnell ein. Ach, wie viele Gräulinge sind denn hier unterwegs? Haben sich's auch gemütlich hier am Wasser gemacht. Muss ich auch noch schwimmen gehen für ein bisschen Harz? Gibt's ja wohl nicht. Aber ich glaube, feuersteintechnisch haben wir uns wirklich alles genommen, was ging. So ein paar Wildschweine wären noch schön. Ich habe leider nicht mehr im Kopf, wie viel Leder wir jetzt gebraucht haben, aber das wird bei Weitem noch nicht reichen. Dann nehmen wir hier noch ein paar Äste mit, dass es nicht ganz umsonst war. Und dann geht's wieder Richtung Heimat. Wir rüsten uns nochmal mit Pfeilen aus. Ich denke mal, das sind Pfeile, die auf mich fliegen. Aber es soll, glaube ich, nur den Wind darstellen. So, Gräuling? Nee, Nixe. Hey. Na, nimm doch bitte die Axt. Ach komm, ärger mich doch nicht. Zack. Gucken nochmal, da ist zu Hause, also hier so lang. Vielleicht treffen wir noch, was haben wir dort? Ist nur ein Baumstamm. Sah aus wie die Beine eines Rehs. Ja, vielleicht treffen wir ja noch ein Wildschwein auf dem Weg nach Hause. Das wäre doch spitze. Dachte gerade, das ist wieder so ein Runenstein, aber es war auch bloß die Reflexion des Lichtes, was mich hier so irritiert hat.
Hier sind wir. Ein kleines Stück weiter links noch. Aber mit den Vögeln finde ich wirklich etwas merkwürdig. Dass wir bis da Toh noch keine gefunden haben. Wir aber auch dringend Federn brauchen. Das macht mir ein bisschen Sorge. Aber notfalls gehen wir einfach mal in die andere Richtung ein bisschen Map erkunden. Vielleicht sind ja da welche, oder es ist einfach gerade Winter, wo es nicht danach aussieht. Ich hole ich. Wir holen uns jetzt noch Pfeile und dann wird der geholt. Werkbank. Holzpfeil. 8x Holz. Auswählen noch. Wo ich nicht weiß, ob wir die auswählen müssen, wenn wir nur eine Sorte davon einstecken haben. Bin ich hundertprozentig sicher. Können wir dann später gerne nochmal ausprobieren. Ist das da hinten? Jo. In den Arsch. So sah es zumindest aus. Wollt doch bloß mal Fieber messen, mein Guter. Da oben noch was? Das ist bloß ein Baumstamm, der rumliegt. War der ganz alleine unterwegs? Glaube ich nicht dran. Schon wieder. Wir sind echt verdammt hungrig zurzeit. Aber ich glaube, sehr viel mehr rennt hier nicht rum. War wirklich alleine unterwegs. Na gut, dann lasst uns erstmal kurz nach Hause gehen. Dann können wir uns auch nochmal ausruhen. Dann sind wir etwas schneller unterwegs. Und anzufangen zu frieren. Fangen wir auch. Vom Gewicht geht's noch. Hätte gedacht, wir haben mehr gesammelt. Wir brauchen dringend mehr Kisten. Wir haben 2 Wildschwein-Trophäen und wir haben 1 Hirsch-Trophäe. Jetzt haben wir insgesamt 10 Leder. Würde uns erstmal schnell das Fleisch hier auf die Feuerstelle hauen. Gegenstand kochen. Musst ein Feuer anzünden. Würde ich gern. Komme ich jetzt hier nicht mehr ran? Ja, aber ich fand das auch ehrlich gesagt eh ein bisschen doof. Auch wenn das praktisch ist, mehrere von den Dingern hier drauf zu bauen, aber einerseits sieht es nicht so cool aus. Und andererseits gefällt es mir einfach nicht. Ich würde es auch für so rum hier drüber basteln. Dann kommt man auch besser ran. Gegenstände kochen, nee, Feuer benutzen. Gegenstand kochen, Gegenstand kochen. Wir machen einfach so. Gemütlich 5 haben wir mittlerweile schon. Und jetzt lasst mich mal gucken. Die Feuerpfeile. Konnten wir die noch gar nicht bauen? Ah, hier unten. 2 Federn. Lederbrustpanzer brauchen wir Hirschfell. Ach, wir brauchen für die Rüstung Fell. Ich dachte Leder. Macht eigentlich auch Sinn bei einer Lederhose, dass man Leder braucht, aber okay. Und wieder 2 drauf. Und dann gehen wir halt immer mal ein bisschen hin und her. Wir bauen uns dann später noch eine größere Kochstelle. Feuersteinmesser können wir schon bauen, ist natürlich cool. Weiß nicht, ob wir uns jetzt schon ein Schild basteln wollen. Wir brauchen überall Hirschfell. Wir haben gerade mal 3. Mist. Stufe 2 hatten wir uns das ja schon gebaut, genau. Bogen haben wir, na gut, die Feuersteinaxt soll halt echt sehr geil sein. Hier Holz, 6 Feuerstein, wir haben eigentlich genügend Feuerstein, die können wir uns mal basteln. Wie sieht's denn aus? Schlitzen 20, Blockwert 10. Schlitzen 15, Blockwert 10, ja. Ist okay.
nehme das Essen doch erstmal wieder aus der Schnellwahlleiste hier raus. Gemerkt habe, dass ich es nicht nutze. Mich irgendwie so dran gewöhnt, erst ins Menü zu gehen. Ist die das jetzt? Nee. Ist die normale. Wo haben wir sie denn? Ach, hier hinten. Aber ich hätte halt wirklich gern Feuerpfeile und dazu brauchen wir Federn. Eine Fackel können wir uns auch mal noch bauen. Und unbedingt noch eine zweite Truhe. Das ging mit dem Bauhammer. 10 Holz. So, wir haben 9, wir haben aber nichts mehr in der Kiste. Haben wir kein Holz mehr? Wegen einem Holz. Ärgerlich. Ach, Schild hatten wir doch schon. Ganz vergessen. Ja, dann nehmen wir uns hier noch ein so ein Holz mit. Obwohl ein bisschen mehr könnte es sein. Ich würde nochmal Pfeile hinterher ballern. Das wäre wichtig. Dass wir nicht wieder nach... Ah, ein Gräuling. Na klar. Im Dunkeln sehen die schon ein bisschen gruselig aus. Haben wir noch irgendwo so einen kleinen Busch? Sowas hier? Geht das mit der Feuersteinaxt jetzt schneller? Ja, dann sind die One-Hit. Das ist natürlich gut. Und die Keulinge? Zwei Schläge? Auch in Ordnung. Ist halt schön, dass wir die endlos reparieren können. Dass uns das absolut keine Materialien kostet. Da freut man sich halt auch richtig, wenn man sich was gebaut hat, weil man weiß, man wird es nicht mehr verlieren. Hier oben will ich nochmal ganz kurz bearbeiten, weil ich hatte ja gesagt, das gefällt mir nicht. Scheint der Mond natürlich gerade... Volle Kanne auf uns drauf. Und ich kann es nicht erkennen. Habe ich das richtig? Ja. So. Das ist jetzt richtig? Ja. Und das andere würde ich dann ganz gerne andersrum bauen. Geht das so, dass das dann... Ah, ich glaube, das geht nicht. Ich dachte, wir könnten das so überkreuzen. Ah, dafür gibt es das Kreuz. Okay. Ja, ich glaube, so gefällt mir das besser. Klang gerade wie ein Vogel. Komm bitte her. Das weg. Sitzt das richtig? Nee, es sieht irgendwie verkehrt aus. Wir den dazu wegmachen. Irgendwas im Gebüsch. Das passt irgendwie nicht so richtig, ne? Aber woran liegt's? Egal. Wir lassen das jetzt erstmal so. Kümmere ich mich später drum. Ich möchte mich nicht schon wieder so lange aufhalten. Mit so einen unnützen Sachen. Kiste? Ach, kriegen wir die noch hier hin? Nee, ne? Packen wir sie erstmal hier drüben hin. Geht auch nicht. Nur hier, nee, das gefällt mir nicht. Dann kommt sie ins Haus. Oder hier hin. Das ist auch okay. Dann lasst uns jetzt hier mal ein bisschen essen. Die Lederreste rein. Wildschweintrophäe können wir drüben reinpacken. Ah doch, wir haben noch eine Hirschtrophäe. Das ist natürlich gut. Wildschwein-Trophäe hier rein. Wo ist er jetzt hin? Nicht doof? Hab ich die jetzt hier reingepackt? Ja. Also haben wir zwei. Das heißt, Eiktür beschwören könnten wir... Ah, ich hab unser Essen vergessen. Verdammt. Jetzt haben wir auf jeden Fall Kohle. Ach, Mist. Passiert mir im wahren Leben auch immer. Bauen uns jetzt nochmal ein paar Pfeile. Holzpfeil, zack, dass wir wirklich genügend haben. Das passt. Dann ruhen wir uns jetzt eine Runde aus. Wir könnten auch mal schlafen gehen. Ich glaube, wir waren noch nie schlafen, oder? Dann ist wenigstens gleich
Spawnpunkt gesetzt. Ja, dann ist wenigstens gleich Tag. Du träumst von einem Fluss, der den Berg hinauffließt und von grünen Sprösslingen, die sich dem Erdreich entgegenstrecken. Ach, ist doch schön. Klingt nach einem coolen Traum. Gemütlich 5. Super, und ausgeschlafen machen wir jetzt erstmal ein Folgenende und dann geht's morgen weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.